So, da bin ich wieder. Der aufmerksame Zuschauer merkt, hier hat sich was verändert, jawohl. Ich bin nicht mehr zu Hause, sondern habe mich jetzt an meinen Arbeitsplatz zurückgezogen, auf der Arbeit. Anderes Material, aber es geht weiter. Da kommen wir dann auch gleich zu dem ersten Ding, und zwar die Nebelwurfbecher. Mal gucken. An sich ganz schön. Aber der, wo sind wir? Da. Der aufmerksame Zuschauer sieht vorne ein dicker Nupsi drauf, eine Formtrennnaht. Das macht sich nicht so gut. Das sollte versäubert werden. Dazu habe ich mir ebenfalls, also nicht zum Versäubern, sondern zur Verfeinerung, von Leopard Workshop die Leopardkettchen organisiert. Das sind feine geätzte Kettchen, die man für die Nebelwurfbecher benutzen kann. Ich finde, das ist ein kleines Detail, das eine Menge ausmacht. Und ja, wie gesagt, das Versäubern oder ja, doch der Nebelwurfbecher geht eigentlich relativ flott, indem man hier ein bisschen mit der Feile beigeht, auch hier vorne. Da man eh die Kettchen vorne aufklebt, kann dieser Nupsi, der da ist, auch ruhig weg. Das ist gar kein Problem. So, vorne, hinten. So. Und die Naht hier, der geht man am besten eben mit dem Skalpell zu Leibe. Das ist natürlich hier hinten ein bisschen schwierig. Aber muss man ein bisschen dazwischen hacken. So gut es halt eben geht. Wie gesagt, ganz weg, das macht eine Menge Arbeit. Aber etwas weniger schon, das ist schon ein großer Gewinn. So. Hier unten sitzt noch ein Anguss. Machen wir auch noch eben weg. So. Kann man das so sehen? Also ist nicht perfekt, upsie. Aber sag mal, für den schnellen Bau, der das hier werden soll, geht's. Ja, das mache ich jetzt mit allen 6 Nebelwurfbechern und mache dann die Kettchen dran. Dann melde ich mich nochmal wieder, sobald die Kettchen dran kommen. So, da sind wir wieder zur Kettchenmontage für die Nebelwurfbecher. Ich hoffe, man kann es hier einigermaßen erkennen. Das ist wirklich super fein. Also es geht auch schnell verloren. Hier fehlt sie wirklich eine spitze Pinzette. So, mal kurz gucken. Nebelwurfbecher, vorne abgeschliffen. So. In Sekundenkleber eine Ecke. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Dann versuchen hier vorsichtig drauf zu platzieren. Möglichst mittig. Möglichst gerade. So, wenn es ein bisschen off ist, ist egal. So sieht das Ganze dann erstmal aus. Ich lasse es erstmal so gerade, bis der Sekundenkleber wirklich gehärtet ist, und dann geht es ans Biegen. So, mache ich schnell noch den nächsten hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Festgeklebt, nochmal mit einem Tropfen Sekundenkleber extra gesichert oben. Wenn ihr jetzt das Kettchen biegen wollt, empfehle ich trotzdem, den Finger oben noch drauf zu halten, um dann auch zusätzlich Sicherung zu haben, dass es nicht gleich wieder abbricht, weil wenn man hier anfängt rumzubiegen, da ist so einiges an Kräften
anwerkeln. So, natürlich gucken, dass hier eine möglichst gleichmäßige Biegung reinkommt. So, oh, man muss halt gucken. Ja, sieht man gar nicht. So, so sieht das Ganze gebogen aus. Man muss dann gucken, wie der denn hängt, so dass es einen einigermaßen realistischen Hang hat. So, jetzt geht es dann daran, die Nebelwurfbecher auf die Leiste zu kleben. Dazu habe ich schon Kleber in die entsprechenden Löcher reingemacht. So, nur noch gucken, dass das Ganze einigermaßen stimmig sitzt. Macht mir so ein bisschen den Eindruck, als ob die kleinen Nupsis unten an den Nebelwurfbechern ein wenig zu lang wären. Das werde ich gleich nochmal prüfen. Ja, bei dem passt das. So, dann müssen wir noch eine kleine Fächerung haben. Das ist ja mal der Sinn der ganzen Sache, dass die abgeschossenen Nebelkörper sich schnell über eine große Fläche verteilen können. So. So sieht das Ganze dann aus. Nicht schön, aber selten. So, da sind wir wieder zur nächsten Runde des Kleinteil-Masochismus. Ihr seht hier, habe ich schon mal die nächste Runde an Teilen, die jetzt hier Motordeck, Oberwanne rankommen sollen, herausgetrennt und versäubert. Das Ganze werde ich dann jetzt in Position bringen und euch daran teilhaben lassen. Viel Spaß beim Zuschauen. Hier sehen wir gerade noch so ein bisschen Ausfluss. Habe ich gar nicht richtig versäubert hier. Muss man noch eben schnell einen Blick drauf werfen, aber das ist mit einem Ritsch ja, erledigt. So. Guti.
Ja, wie ihr seht, das letzte Teil hier ist ein bisschen widerspenstig, dass das Kettenglied oder die beiden Ersatzkettenglieder darunter hält. Möglicherweise liegt es tatsächlich doch daran, dass ich Endverbinder drauf gemacht habe, obwohl in der Anleitung steht nein. Vielleicht ist es das, was die ganze Sache ein bisschen immer wieder anhebt. Ich werde das jetzt einfach mit ein bisschen Druck halten, bis der Kleber soweit ist. Und ja, ich melde mich später wieder. So, wie ihr seht, geht es jetzt so langsam an den Kranarm. Da gehören auch zwei Zylinder zu, die man mit einem beweglichen Stempel versehen kann. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen beim Zusammenkleben, dass man den eben nicht mit verklebt. Wobei man das sicherlich auch machen kann, wenn man weiß, dass man den in einer bestimmten Position haben will. So. Ich empfehle hier hinten anzufangen, wenn man da am Anfang ein bisschen mit dem Kleber puncht. Ist das nicht so dramatisch? So, hier sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein. So, das Ganze eben ein bisschen antrocknen lassen. Wichtig ist dabei, dass die absolut sauber versäubert sind von den Angüssen. Weil sonst passen die nicht zusammen. Und dann gibt es Spalten und Kanten. Und die Naht, die so entsteht, ist eh schon schlimm genug. So. Schön andrücken. So, ist noch beweglich, eigentlich viel zu locker, wenn man mal ehrlich ist, aber das kann man gegebenenfalls nachher noch durch einen Klecks gezielten Klebers noch ändern. So. Dieses Schleifvlies eignet sich übrigens hervorragend für eben genau solche Sachen wie Rundung, dass da keine geraden Flächen reinbringt, wie es ein sowas hier macht. Wenn man damit rüber geht, das kann man hier machen, wo es eh eine gerade Fläche gibt. Da ist das ja nicht so dramatisch. Schön, aber selten. Wie gesagt, beweglich ist das Ganze. Ja, und dann schauen wir mal weiter. So, Überraschung. Wer sich zwischendurch gefragt hat, warum ich die Oberwanne eigentlich noch gar nicht festgeklebt habe, das liegt daran, dass ich, muss ich mal hier die Bauanleitung holen, aufgrund dessen, wie der Kranarm hier dargestellt ist, dass diese drei Teile miteinander verklebt werden offenbar, weil hier nichts von wegen No Glue, so wie hier oder so. Und das Ganze dann mittels dieser beiden Nupsis auf die Wanne geklebt werden soll, ging ich davon aus, dass der Kranarm offenbar festgeklebt ist in einer festen Position. Was natürlich irgendwie hirnrissig ist. Deswegen hatte ich schon, auch weil hier ein mittleres Loch angedeutet ist, gedacht, da müsste man dann, sich irgendwas überlegen, von wegen ein Gestänge durchstecken oder sowas. So, jetzt, wo ich die Teile mal zusammengehalten und geklebt habe, oder beziehungsweise nicht geklebt habe, ein bisschen, na, ich komme einfach mal ein bisschen ran hier. So, wer nämlich genau hinguckt, sieht, dass dieses Teil durch dieses Teil an den hier geklebt wird. Das heißt, hier ist ein Innenring, der auf diesem Teil sitzt. Dieser wiederum hat diese Nupsis, die auf die Oberwanne gehen. Das heißt, das und das wird nicht verklebt. So. Das ergibt natürlich dann insofern Sinn. Ich habe das mal zusammengesteckt hier, dass
Das ist hier, upsi. Dieser besagte Innenring, das ist der Außenring, der dann auf die Wanne geklebt wird. Und dieses obere Teil wird mit dem Innenring verklebt. Und zwar hier. Das Ganze sitzt relativ stramm. Und, was ich mich natürlich dann später frage, wie verklebe ich diesen schmalen Außenring auf die Oberwanne, ohne dass noch nur ein Tropfen Kleber in diese Rille reinläuft und das Ganze am Ende dann doch unbeweglich macht. Also das ist, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. So, das Ganze ist auch jetzt schon, doch, es dreht sich. Es dreht sich, aber naja. So, also das Ganze kommt dann so hier drauf. Wie das denn so ist, der Vorführeffekt passt natürlich nicht. Naja, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Das wird schon noch passend gemacht dann. Aber wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln. Jetzt ist aber erstmal Feierabend und wir sehen uns später wieder. So, nachdem die Unsicherheit bezüglich des Dreharms geklärt ist, kann ich jetzt also doch ruhigen Gewissens die Ober- und die Unterwanne verkleben. Das ist natürlich immer so ein bisschen tricky. Man sollte auf jeden Fall vorher beide mal trocken zusammenhalten, gucken, wie passt es, gibt es da schon irgendwelche Klemmerchen oder so. Das sieht hier soweit alles schon ganz gut aus. Ein bisschen Druck gerade an den Seiten braucht man immer. Ja, ich fange mal hier an im vorderen Bereich mit nicht zu wenig Kleber, denn der trocknet relativ schnell. Wichtig ist, dass er irgendwo erstmal quasi einen Klebeansatz hat. Den Rest kann man dann immer noch mit Flüssigkleber nachsetzen. So, mal sehen, wo der Frosch die Locken hat. Sieht doch schon mal gar nicht mehr schlecht aus. Wir müssen noch ein bisschen drücken. Ja, Entschuldigung, wenn ich immer mal wieder ein bisschen aus dem Bild rauskomme. Gerade wenn man das Ding anhebt, wird der Bildausschnitt immer kleiner und ich gucke natürlich eher aufs Modell als auf den Monitor. Wenn ihr ein bisschen mit dem Kleber rumgepampert habt, ist nicht so wild. Dafür gibt es ja diese Glasfaserradierer, mit denen man das angelöste Plastik wieder sauber bekommt. Also, da gibt es Schlimmeres. Nachdem jetzt Ober- und Unterwanne auch wirklich ordentlich verklebt sind, wie gesagt, hatte im vorderen Bereich ein bisschen Zicken gemacht, weil ich ja vorher bei den Einschüben für das Stützschild
nicht lang genug gewartet hatte, bis sie trocken sind und dadurch sich unten Spalten ergeben haben. Also seid da vorsichtig. Ansonsten der Rest der Wanne passt alles wunderbar zusammen. In der Zwischenzeit habe ich hier auch die Abschleppseile angebracht. Dazu noch ein kleiner Tipp meinerseits, wie man da am besten vorgeht, ohne dass man sich ärgern muss. Und zwar ein bisschen entgegen der Bauanleitung. Und zwar würde ich empfehlen, erst diese Teile, die die Kabel hier hinten halten, diese hier, erst in ihre Position zu kleben, da wieder zu warten, bis sie richtig trocken sind und fest. Und dann hier vorne übergehen, die beiden Seile in ihre Kauschen mit Sekundenkleber einkleben, beide Kauschen mit dem Abschlussteil hier oben befestigen, wieder ein bisschen warten, bis sie trocken sind, das Kabel dann hier entlang führen, hier entlang in der schönen Rundung, in die mittlerweile festen Halterung unterklipsen und dann am Ende, jetzt kommt der, was heißt der Trick, am Ende hat man die Kauschen im Idealfall noch nicht angeklebt, mein Gott. Die Bauanleitung sagt 13 cm für die Seile. Ich glaube, das ist ein bisschen lang. Lasst das erstmal offen. Schneidet sie erstmal auf 13 cm, das reicht locker. Dann haltet die Kauschen hier auf ihren Halterungen eben fest. Checkt genau ab, wie lang das Seil sein muss. Kneift es ab, klebt die Kausche drauf. Und dann erst die Kausche mit dem Abschlussteil hier auf die Halterung. So habt ihr den idealen Lauf der Seile und ihr müsst euch nicht damit herumärgern, wenn die Seile bereits da sind und die sind ein bisschen störrisch, hier diese winzigen Teile in Plastik einzukleben, ohne dass die immer wieder hin und her geschoben werden. Das so als kleiner Tipp. Ja, ich werde jetzt hier hinten noch dazu übergehen, die Abschleppstangen anzubringen und dann kann es eigentlich auch schon an den größten Spaß gehen, und zwar den Bau der Kette. Bis dahin viel Spaß noch beim Weiterschauen. So, sind wir auch schon beim Bau der Kette. Die Kettenlieder sollte man sauber raustrennen und versäubern, damit man dann eine glatte Fläche hat. Da haben wir die Endverbinder auch sauber abtrennen. Wenn man da wirklich knapp abschneidet, dann braucht man auch gar nicht weiter versäubern. Und dann haben wir hier noch die Mittelverbinder mit Führungszahn. Auch die einfach sauber rauskneifen, da braucht man dann nicht mehr großartig versäubern. So, ich will mal versuchen, ob ich die mal eben so zusammen, das heißt mal eben, so zusammenbauen kann. Ich habe die Kamera jetzt, wie ihr seht, sehr, sehr dicht dran. Das heißt, ich muss das bauen, indem ich durch das Kameraobjektiv gucke, ob das so machbar ist und ob ich hier mit meinen dicken Fingern überhaupt noch vorpasse. Also, ja, Mittelverbinder, schon rutscht er mir aus der Hand. Einklicken, das ist schon mal ganz gut. Sitzt locker, aber nicht zu locker. Ich habe das übrigens anfangs mal probiert mit Pinzette, kann man vergessen, die Dinger fliegen. Wer weiß wohin. So, ja, so hat man zwei Ketten wieder zusammen. Hält so gut wie es geht, aber dafür kommen jetzt die Endverbinder. So, da muss man jetzt genau gucken, wie rum die gehören. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sehen kann. Dieser Teil ist der, der nach unten kommt, also zur Laufpolsterfläche. Hier, wo der kleine Einschnitt zwischen den beiden Löchern ist, ist der, der nach außen kommt. So, muss also immer gucken, wie herum kommt darauf. So. Es ist gar nicht so fummelig, wie es aussieht. Also ich habe schon einen Kettenstrang in knapp einer Stunde zusammengesteckt. Das geht eigentlich ganz 1A, wenn man seine beiden Augen benutzen kann. So. Kann man es jetzt sehen? Ja, die bisschen am Ende erweiterten Lupsis sitzen sehr schön in dem Verbinder. Ja, so sieht das richtig aus.
Versuchen wir es auf der anderen Seite auch noch mal eben kurz. So. Zack. Kette ein bisschen zusammendrücken, dass der Abstand stimmt. Nicht so einfach. Wundert euch nicht über die Musik, die kommt von nebenan, den Kollegen ist es egal, dass hier Videos gemacht werden, aber so ist das eben. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So, wenn ihr hier manchmal so ein bisschen überstehenden Ausfluss habt von dem Weichgummi, der lässt sich ziemlich gut einfach abkneifen. So. Gut, ich werde jetzt die Kameraeinstellungen mal ändern, dass ihr von ein bisschen weiter weg guckt und ich wieder wie gewohnt basteln kann. Ihr könnt mir dann dabei zusehen. So, Kinders, das ist das gute Stück, relativ schnell zusammengesetzt, wenn man erstmal den Drive raus hat, wie welche Teile zusammengehören und sich das ein bisschen zurechtgelegt hat. Ja, also das macht Spaß und dadurch, dass die Endverbinder Weichgummiteile sind, kriegt man sie auch leicht rüber gezogen. Was allerdings später mal nach der Bemalung, sollte der Weichmacher mal verdunsten, mit der Kette passiert, ich mag nicht drüber nachdenken, aber ich hoffe, dass die deckende Lackierung den Weichmacher im Material hält. Ja, das dazu. Jetzt geht es erstmal wieder an den Panzer zurück und mein Lieblingsstück, den Kran. Hallo Freunde der Nacht, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Jetzt steht noch der Kran auf dem Plan. Das ist auch ein bisschen tricky, ne? Es gibt viele Kleinteile hier zu verkleben. Hier gibt es bewegliche Teile. Den Bau der Hydraulikstempel hatte ich vor einiger Zeit schon gezeigt. Also ich dachte, ich fange einfach schon mal mit dem Kran an, aber das hat sich erledigt. Ich werde jetzt mal hier diesen Schritt machen. Ich habe das hier soweit vorbereitet und versuche jetzt die beiden Seitenteile so miteinander zu verkleben, dass das Ganze hier beweglich gehalten wird. Da bin ich jetzt noch ganz gar nicht schlüssig, wie ich das am besten handle. Ich glaube, ich werde beide Seitenteile mit dem Unterteil verkleben und dann hier versuchen reinzuklipsen. Das ist tricky. Wir werden sehen. So.
seht, das ist hier nicht so ganz schlüssig, wo das Teil denn hier eigentlich nun wirklich genau ran soll. Ich vermute mal, irgendwo hier so. Das ist nicht so schön, das hätte man besser machen können. Denn hier gibt es meiner Meinung nach viel zu viel Spielraum. Kann das nun hier hin oder dahin. Und hier sind keine weiteren Passmarken. Ah, ja. Hier erhalten wir einen Hinweis. Offenbar soll hier diese Schräge in dieser Anschrägung konform gehen. Mal gucken, ob das hier drüben auch so ist. Würde Sinn ergeben. Schade, dass es so auf den letzten Metern noch ein bisschen unklar wird. So. Aber wollen wir mal nicht meckern, das passt ziemlich gut zusammen. So, weiter am Text. Ich habe die Basis bereits mit dem Ansatzstück der Hydraulikstempel verklebt. Hier Vorsicht, dass da kein Kleber überquillt und in die Zwischenräume läuft, weil dann hat er sich mit der Höhenbeweglichkeit erledigt. Und auch hier wieder, lasst es lang genug trocknen, bis es wirklich fest ist. Nicht, dass ihr dann nachher zu früh daran rumspielt und dann ist das Ganze mit Spalten oder sowas versehen. Ich hoffe, ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich bin auch immer ein bisschen ungeduldig. So, wollen wir mal sehen, wie sich das Ganze gestaltet hier. Da soll das rein. Ja, jetzt müssen wir das Ganze hier wieder ein bisschen auseinanderbiegen. Zwar mehr, als ich erwartet habe, aber... Komm schon. Ach komm, das geht doch. Jawolleck. Das läuft. So. Das Ganze kann man hier hinten. Soll man das hier irgendwie einhaken? So, das sieht auch schon mal soweit ganz tüffig aus. Aber mal gucken, was uns hier als nächstes noch erwartet. Narben zusammen und ja, wir gehen in den Endspurt. Wie ihr seht, hier hat sich ein bisschen was getan. Ich habe die Innereien des Kranarms bereits in Gelb-Oliv gesprüht. Warum das Ganze? Klar, wenn ich das Ding nachher erstmal draufgeklebt habe, ist da schlecht mit rankommen. Das heißt, gegebenenfalls hat man da helle Flecken durchblitzen. Also wichtig, die Klebeflächen habe ich abgeklebt, auf dass dann nachher der Kleber auch Plastik zum Verkleben hat. So, das ist jetzt keine besondere Herausforderung. Den Kranhaken habe ich aus den paar Teilen, die es hat, zusammengebaut.
Da ist nichts tricky bei. Doch das Einzige, es ist in der Anleitung nicht genau erkenntlich, diese Teile hier werden halt so angebaut, dass sie hier abschließen und Löcher bilden. Das habe ich erst ein bisschen anders gedacht, aber gut. Der Kranhaken bleibt drehbar, das ist auch eine schöne Sache. Ja, jetzt geht es darum, Kranhaken mittels Seil an den Arm zu bekommen. Ich werde das Ganze jetzt mal hier antüdeln. Ich beginne das Ganze von dieser Seite aus. So. Ich glaube, man tut gut daran, das Ganze zu verkleben, damit es dann gleich nicht immer wieder runterrutscht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Kranhaken oben hängend darzustellen. So habe ich die Möglichkeit, ihn entweder aufgestellt zu machen oder aber auch in Ruhe etwas erhöht. So geht auch, ist nicht ordnungsgemäß, aber so hat man wenigstens zwei Möglichkeiten, da irgendwas zu machen. Das ist sonst ein bisschen, naja, ich weiß auch nicht. So. Ja, das Ganze kommt hier so. Ja, ist nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt. So, jetzt nochmal gucken. Der muss so. Gut. Jetzt beginnt also die Tüdelei. Den Faden habe ich vorher in Gunmetal einmal durchgezogen und damit gefärbt. Das geht erstaunlich gut. So, jetzt wollen wir mal sehen hier. Der muss hier durch. Jetzt entsinne ich mich wieder ganz dunkel, als ich seinerzeit den Büffel von Perfect Scale gebaut habe, dass ich mich da auch dumm und dusselig geärgert habe, das Seil hier durchzuziehen. Jetzt weiß ich wieder warum. Jetzt muss hier vorne dieses Riesending ab hier. Das geht ja sonst gar nicht. So. Ja, da haben wir tatsächlich das gleiche Problem. Ich wollte es nicht sagen, aber was für eine Scheiße. Triumph. Der erste Umlauf ist geschafft. Ja, ich klebe das Seil jetzt hier oben an der Laufrolle fest, halte sie derweil auf Spannung, damit das Seil später dann auch wirklich gespannt aussieht und nicht so wie bei Textilfasern das Ganze irgendwo labberig wird. So, ich halte die erstmal weiter fest. Euch noch viel Spaß. Ja, ich will euch ja ein bisschen an meinen Flüchen teilhaben lassen, weil man das Seil von hinten hier vorne durchzieht. Man kommt, schafft es nicht, dass es ihr über den Steg kommt. Das heißt, man hat nur die Chance, es vorne durchzuziehen und dann versuchen, mit der Spitzenpinzette irgendwie zu greifen. Ich prügle hier aber schon seit geraumer Zeit ohne nennenswerten Erfolg. Das ist ein ganz klein bisschen frustrierend. Ah.
Heiliger Jesus. So, man macht das den Anfang zwar ein bisschen kaputt, aber da das Seil lang genug ist, ist das nicht so dramatisch. Wenn man jetzt natürlich den Kranhaken voll ausgefahren darstellt, könnte das Seilmaterial vielleicht ein bisschen knapp werden. So, hier wieder checken, dass hier alles richtig sitzt. So. So. Auch immer ein wenig unter Spannung setzen. Und dann schön mit extra thin hier fixieren. Kannst ein bisschen unter Spannung halten. Nicht zu viel. Ne? Nicht, dass die mittlere Spur dann mehr Zug bekommt als die äußere und die dann wieder labbrig wird. Ich weiß, das sind Probleme. So, ich sehe gerade hier oder merke gerade, wenn man hier rumspielt von der Höhe her, ändert sich ein bisschen die Länge des Seils. Das heißt, hier kann man es noch sichern. Hier unten sollte man es einfach locker lassen, weil das sonst spannt und das macht gar keinen Sinn. So, gucken, das sieht hier halbwegs vernünftig aus. So. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. So, kommen wir. Das haben wir schon die Sachen weg hier. Zum Finale. Das Vervollständigen des Kranarms. Dazu gibt es ein bisschen Kleber hier. Was soll ich sagen? Das passt. Jetzt müssen wir nur noch hier unten. Da habe ich natürlich doch Farbe drauf. Auf die Klebeflächen. Die müssen wir mal ein bisschen runterrubbeln. Denn gerade hier brauchen wir eine starke Verbindung. Ganze schön fest andrücken. Und fertig ist die Schose. Ja, kommen wir zum großen Finale, dem Aufkleben des Kranstückes auf die Wanne. Ich habe übrigens die beiden Löcher, wo die beiden Nupsis hier reinkommen, ein bisschen erweitert. Das war vorher doch eine sehr, sehr enge Kiste.
Ja, die Problematik hatte ich ja bereits erläutert. Der Ring, der verklebt werden soll, ist extrem dünn und die Naht daneben, wenn da Kleber reinkommt, dann war es das gewesen mit Beweglichkeit. Ich denke mal, ich werde mir jetzt hier den Kleber ein bisschen so hinmachen. Leider lässt er sich so aus der Tube natürlich dann, wenn es drauf ankommt, nicht so genau dosieren. Darum werde ich das jetzt hier versuchen, genau aufzutragen. Wobei ich vermute, der wird trocken sein, bevor ich einmal rum bin. Aber Versuch macht klug. Und dann gucken, was der Ball macht. So, das sieht soweit nicht schlecht aus. Wir sehen jetzt aber doch eine Problematik. Es ist anders, als ich mir gedacht habe mit dem Kranhaken. Das sieht irgendwie nicht so doll aus. Ich werde mal dann noch versuchen, den doch noch weiter nach hinten zu biegen hier. Ja, das sieht schon besser aus. Nun gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt nach Hause. Das Ganze kann hier kleben und dann geht es demnächst weiter mit der Bemalung. Viel Spaß!